und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich melde mich auch mal wieder. Regelmäßigkeit ist leider absolut gar nicht meine Stärke, aber Schule, Freizeit, Freunde geht einfach total vor bei mir. Und da liefere ich lieber Qualität statt Quantität. Also ein kleines Sorry dafür, aber ich denke, das lässt sich verkraften. Heute kommt ein neues Video und zwar Dinge, die jeder Reiter kennt. Das Video ist ziemlich random. Also es sind ein paar Sachen bei, die einen Reiter nerven, die jeder Reiter einfach kennt. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ja. Ich würde sagen, ihr lasst es einfach auf euch zukommen und genießt das Video. Das Video ist übrigens eine Kooperation mit Lea vom Kanal Horse Destiny. Ich denke, die meisten kennen sie ja. Wie ihr wisst, ist sie eine gute Freundin von mir. Und sie hat auch ein Video gedreht, auch Comedy-mäßig. Also schaut da auf jeden Fall mal auf ihrem Kanal vorbei. Des Weiteren steht bald die Equitana an und ich verlose 4 Karten, also 2x2 insgesamt. Das Ganze läuft wieder über meinen Instagram-Account. Also ich weiß, da beschweren sich immer einige, ja, wieso machst du das über Instagram? Ich würde auch so gerne mitmachen und gewinnen können. Das Ganze liegt einfach daran, dass ich das total gerne einfach transparent halten würde, weil wenn ich das über YouTube mache, dann kann ich das überhaupt nicht einsehen, dann habe ich schwierige Kontaktmöglichkeiten und so. Das ist irgendwie alles gar nicht vorteilhaft. Und dann mache ich das lieber bei Instagram, wo ich einfach alles so im Überblick habe und das fällt mir einfach deutlich einfacher. Ich werde auch bei der Equitana sein und zwar am Samstag und am Sonntag. Am Samstag gehe ich nur ganz normal hin, also jetzt in Anführungszeichen, also ganz normal. Stelle dann da ein bisschen über die Equitana und am Sonntag bin ich auch bei der Webstar Convention. Um 11 Uhr war das, glaube ich. Da poste ich auf jeden Fall auf Instagram auch nochmal genaueres zu. Wenn ihr mich auf der Equitana seht, könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne ansprechen, wenn ihr wollt. Das ist gar kein Thema, also da keine Scheu. Also da bin ich immer total offen für. So, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Also da musste ich einfach zuschlagen. Ich hatte mir zwar eigentlich vorgenommen, keine Schabracken mehr mitzunehmen auf die Equitana, weil ich ja nur eine Reitbeteiligung habe und ich da eigentlich nicht großartig Sinn drin sehe. Aber ich konnte mich nicht zusammenreißen, weil 15 Euro, ach, einfach ein zu guter Preis. Oh, ich finde die da voll gut, die da voll in Anlehnung, oder? Für Baby ist das keine Schwierigkeit. Sachen über sie erzählen. Ich bin gerade leider so ein bisschen hyperaktiv, also bitte stört euch nicht daran. So, okay. Also das ist Mary Lou und sie ist ein ehemaliges Junghandel-Pony und steht jetzt hier bei Alina und die Alina wohnt ja auch bei mir in der Nähe, solange die im Betrieb war. Sommer 15, aber eigentlich erst seit ja, Ostern, so wirklich. Okay, Ostern 2016. Ja, weil ich seit ab da wurde.